Hallo, ich melde mich hier auch mal von zu Hause. Und zwar werde ich so einen kleinen Ostergarten machen mit Kresse. Dazu habe ich schon mal alles hier vorbereitet. Und zwar, ich habe hier einfach einen normalen Topfuntersetzer, schon mal ein bisschen mit Zebrabischenblech ausgelegt und ein Kreuz gebaut. Einfach drei Stöckchen genommen, hier mit einer Schnur zusammengebunden. Genau. Dann würde ich auf jeden Fall auch schon mal anfangen zu gestalten. Und zwar als allererstes tut man überall ein bisschen Erde verteilen. Dann sieht es einfach auch schöner aus. Man sieht das Zebrawischen weg nicht mehr. Und die Kresse ja, wächst besser. Ich tue in der Mitte hier extra ein bisschen ausspannen, da kommt noch ein Weg mit Steinen hin. So, genau. Dann werden wir auf jeden Fall mal das Kreuz platzieren. Dazu baue ich mir hier so ein bisschen mit den Steinen eine Halterung. Das ist eigentlich jedem frei überlassen, wie er das dann gestaltet. Und genau, es sollte einfach ein bisschen heben. So, dann habe ich hier noch ein Tonteppchen. Das ist sozusagen unsere Höhle. Dann werde ich jetzt mit so ein paar flachen Steinen hier so eine Art Weg hinbauen. Genau. Das Tontöpfchen auch so ein bisschen befestigen. Die Steine kann man natürlich anordnen, wie man will, oder auch was für Steine man gerade zu Hause hat oder welche man mag. Genau, dann setzen wir die Kresse. Ich habe hier einfach ganz normale Gartenkresse. Die kann man natürlich überall hin pflanzen, wo man möchte. Ich tue sie jetzt so ein bisschen eben dort, wo ich schon die Blumenerde gemacht habe. Ein bisschen hier verteilen. Ruhig großzügig, dass einfach auch nachher alles schön grün und dicht ist. Und mit Kresse kann man eigentlich nie was falsch machen. Ich setze es auch so ein bisschen zwischen die Steine, zwischen den Weg. Genau. So, das hätten wir. Dann suchen wir uns am besten noch irgendwie einen, ja, etwas größeren, eher flachen Stein. Und das symbolisiert dann sozusagen ja, der Stein vor Jesus Grab. Genau, und jetzt muss man alles nur noch gut gießen und immer schön in der Sonne stehen lassen. Es nicht zu trocken werden lassen, aber es sollte auch nicht unbedingt schwimmen. Also ja. Und genau, das kann man auch schon eben am Donnerstag machen oder eben am Freitag. Und Kresse geht etwa so in 2 Tagen immer auf. Und dann ist es an Ostern dann schön grün. Und dann kann man o an Ostern auch den Stein zur Seite machen, sodass eben Jesus auferstanden ist. Und dann ist eben auch die Kresse, die dann grün ist, einfach auch so ein Zeichen dafür. Genau, das ist so mein kleines Tutorial. Euch noch schöne Ostern. Tschüss!